Schön, schön, dass ihr mit weiter mit mir spielen und bildern und bauen und Routen einrichten und Dinge herstellen wollt. Hier bei Anno 2205. Eben waren wir die ganze Zeit unterwegs in der letzten Folge in der Arktis. Da war es bitterkalt. Jetzt geht es wieder etwas in die gemäßigten Breiten, dort wo die Vitamindrinks hergestellt werden. Die müssen wir rüberschicken in die Arktis, weil die Leute, genau, weil die von alleine, allein dadurch, dass sie ja da nur Fisch in Konserven futtern, einfach zu wenig Vitamine bekommen. Und da werden wir denen doch die ein paar weitere Vitamindrinks brauen müssen, weil wir doch mittlerweile so viele Einwohner haben oben in der Arktis, dass da mittlerweile die Importe nicht mehr genügen. Ja, streng genommen ist das ein unangekündigter Vorstoß in Ihr Gebiet. Aber bevor Sie mich melden, hören Sie sich lieber mein Angebot an. Oh, das ist ja interessant. Noch ein weiteres Sektorprojekt hier. Hier draufklicken? Ja, streng genommen ist das ein unangekündigter... Bevor Ihnen Fairwater Coast zugeteilt wurde, hat Lei Sheng hier die Errichtung hydroelektrischer Anlagen vorangetrieben. Diese Kraftwerke basierten auf Entwürfen, die Lei Sheng von dem bankrotten Konkurrenten Global Trust übernommen hatte. Aber das Projekt wurde eingestellt, nachdem gewisse Ereignisse die Dämme unbrauchbar gemacht hatten. Wenn wir unsere Kräfte bündeln, können wir den Bau des Damms abschließen. Und die Hälfte der produzierten Energie würde Ihrer Firma zustehen. Habe ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit? Aber holla, natürlich. Das zweite Sektorprogramm, das uns angeboten wird. Das Bedürfnis an bestimmten Gütern. Das erste, das wir hatten, das war, dass wir das Sektorprojekt in der Arktis mit den Ölplattformen und der Entsorgung von Petrochemikalien abschließen müssen noch. Und das ist das Nächste, die machen wir der Reihe nach. Wir wollen nicht durcheinander kommen. Also, wohl, das muss man hier nur anklicken. Nein, aber das machen wir aber ein andermal. Also man kann es echt übertreiben. Lieber der Reihe nach hier. Zurück zu unserer Insel hier. Und habt ihr gesehen, wie nett das hier blinkt? Da waren so Lichtreflexe, das sah echt süß aus. Also, zurück zur Insel und Neuroimplantate herstellen. Und Vitamindrinks herstellen. Hier ist alles im Prinzip okay. Verjüngungskuren fehlen, aber darum kümmern wir uns im Augenblick noch nicht. Jede Menge Baubots werden hier hergestellt und Vitamindrinks knapp bei plus minus null. Da werden wir wahrscheinlich auch noch mehr Energie brauchen in Kürze. Die werde ich jetzt schon mal herstellen, die Energie. Kann ich mich jetzt schon mal drauf gefasst machen. Windpark? Gib mir einen Statusbericht. Hierhin? Hier einen an den äußersten Rand gebaut. Und einen zweiten hier in die Mitte. Energie bei 84. ...92 ist nicht sensationell, aber ist ganz okay. Dafür nehme ich mir jetzt den hier und schau mal, wenn ich den hier hochziehe, ob der dann nochmal besser wird, aber hier kann ich nicht drauf bauen. Hier ist ein Küstenbauplatz. Ne, lasse ich da mal da, wo er ist. Also es gibt Schlimmeres. 93 ist okay. Und jetzt haben wir etwas Energie auf Vorrat und wollen jetzt mehr Vitamindrinks herstellen. Und das machen wir worüber? Genau, Saftkälte rein und über die Obstplantagen. Hier oben ruhig noch ein paar einstellen. Jetzt haben wir ein Plus von 8. 8 im Plus.
12 werden hier produziert. Brauchen ein paar mehr gleich. Sind genau. Es fehlen uns 8. Jetzt sind wir allerdings nur bei plus 1 bei den Credits. Das ist ja echt witzig. Was für ein witziges Zwischenergebnis. Wir sollten aber genug Vitamindrinks produzieren. Genau. Um hier zurückzugehen. Und dann ein paar rüber zu schicken. Was dann allerdings auch wieder Geld kostet. Vielleicht sollten wir mal hier noch ein paar weitere Upgrades durchführen, oder? Jetzt fehlen hier. Hier fehlen auch die Neuroimplantate. Also, wie kann ich behilflich sein? Ganz klar, der Fluss ist stark. Machen wir doch zuerst mal hier noch ein paar weitere. Hier ein bisschen auf. Dafür sorgen, dass hier haben wir eine ganz gute Infrastruktur. Dafür sorgen, dass wir hier eine solidere Wirtschaftsbasis haben, bevor wir in die teure Arktis zurückkehren. Dann binden wir die mit einer Straße. Den platziere ich mal woanders hin. Sind wir bei 413 im Plus. Müssen allerdings ein bisschen nachbauen, wenn wir erstmal ein paar Upgrades durchführen. Ja, das war's. Jetzt sind wir bei plus 720. Müssen wir gleich sicher ein paar Dinge nachbauen. Was brauchen wir hier? Wir brauchen mehr Wasser. Ich will ja nicht alle Küstenbauplätze aufbrauchen. Wir haben ja, gucken, das hier ist ein Wasser, ist eine Entsalzungsanlage. Hier kostet ein Graphen, ein Modul. Davon haben wir 71, das ist ja jede Menge. Dann können wir also aufleveln hier. Herzlichen Glückwunsch. So schmeckt der Erfolg. Oh, eine höhere Firmenstufe haben wir damit erreicht. Bekommen zur Belohnung weitere Graphen, Petrochemikalien, Iridium. Das ist natürlich ganz schön. Also man kann auch auf friedlichem Wege hier ohne diese Militärmissionen aufrüsten. Dann fehlt uns Biokost. Davon wollen wir gleich mal ein paar Farmen bauen. Reisfarmen. Jetzt sind wir bei denen sogar dick im Plus. Aber ein bisschen vorgesorgt. Sowas würdest du doch nie tun, oder? Und ja, das sieht doch ganz gut aus. Jetzt können wir sogar, wir sind bei 907 im Plus. Durchaus
das noch ein bisschen weiter upgraden hier. Ich würde gern wieder in den vierstelligen Bereich rein. Ziehen wir eine Straße lang. Alles klar, der Fluss ist stabil. Hier fehlt es an. Treten Sie ein. An Informationen. Erst ein paar Upgrades. Ein Informationsteil ist was hier nochmal? Das ist Infozentrum, genau. Das ist das Ding, was wir hier auch in der Mitte stehen haben. Wollen wir das ein bisschen verteilen? Stellen wir das hier hin. Machen hier noch eine Straßenverbindung. Okay, wir sind bei, immer noch im positiven Bereich, okay, bei der Versorgung mit Gütern, auch alles im Plus. Können wir noch ein bisschen upgraden hier. Neues Gebäude verfügbar. Monumentale Brücke. Klingt cool. Aber das soll uns jetzt erstmal genügen. Oh, jetzt sind wieder ein paar Vitamindrinks zu wenig da. Müssen wir die nochmal bauen? Ich hatte die doch gerade noch hier gebaut. Unglaublich. Energie. Probleme, die wir dadurch lösen, dass wir noch eine Windanlage bauen. Ich weiß, wir können auch ein Gezeitenkraftwerk bauen, aber dann können wir uns auch noch Zeit lassen. Gegenmaßnahmen empfohlen. Jetzt sind wir bei plus 11 bei den Vitamindrinks. Sollte doch für längere Zeit auch genügen jetzt. Und bei plus über 1000 hier oben, alles okay. Jetzt wechseln wir wieder, gehen nochmal raus. Schauen uns die Routenübersicht an. Und können ja jede Menge rüberschicken und machen das ein bisschen auf Vorrat. Weil wir wollen ja in der Arktis wahrscheinlich auch nochmal expandieren. Ich schicke deshalb mal 6 rüber. Von 3 auf 6. So, dann haben wir oben ein leichtes Plus. Verarbeite Informationen. Okay. Kann es sein, dass die hier unten, brauchten die da nicht Neuroimplantate? Ja, und wie? Lohnt sich aber noch nicht rüber zu schicken, müssen wir da oben bauen müssen.
Das heißt, wir wechseln jetzt wieder hier zurück. Darf ich schamlos Eigenwerbung betreiben? Ich habe in diesem Sektor auch einen Handelsposten. Komm doch mal vorbei. Und haben jetzt, können da oben jetzt Neuroimplantate herstellen, um die runterzuschicken und müssen aber auch daran denken, dass wir hier noch eine Quest haben. Bevor wir das hier mit den Neuroimplantaten machen, kümmern wir uns erst noch um die Quest. Um an diesen Petrochemikalien-Generator weiter ranzukommen. Wo ist unser Kommandoschiff? Wurde ich das nochmal hingeschickt? Wo ist mein Kommandoschiff? Gibt es da sicher irgendeinen Shortcut, um das ganz schnell zu finden? Wollen wir mal schauen. Gucken wir mal in die Optionen rein. Die sind, glaube ich, hier. Nein, das waren die Credits. Oh Gott, wie peinlich. So. Wie findet man das Kommandoschiff? Finde ich übrigens ganz übersichtlich hier. Das Tastenbelegung, Audioeinstellung, Videoeinstellung, Gameplay. Raumhafen fokussieren über T. Schiff wählen und fokussieren, Shift und Tab. Alles klar. Da ist es. Sind unterwegs. Schicken wir das mal raus. Und gehen dann... wohin müssen wir? Arbeiterboote. Hier sind sie alle. Okay, gehen wir also dahin. Wieder ein Minispiel. Dass ich das kommt, weil ich das Rechtsklick-Menü aktiviert habe. Das gibt's doch nicht. Bestätigt. Jetzt aber. Jetzt fährt das hier rüber. Jetzt haben wir wieder ein Minispiel zu absolvieren, um noch mehr Petrochemikalien zu bekommen. Volle Kraft voraus. Hierhin bitte. Rechtsklick auf das Fahrzeug. Objekt ran. Und das muss zur Bohrinsel geschleppt werden. Und die ist wo? Hier, ne? Genau. Sind unterwegs. Auf geht's. Das müssen wir jetzt dreimal machen. Nein, zweimal machen. Da sind wir einen Schritt weiter bei dem Petrochemikalien-Generator. Jetzt schaut ihr. Da hinten, da kommt das Kommandoschiff herangeschippert. Von den arktischen Winden vorangetrieben. Fragt mich bitte nicht, wieso wir hier auf Segelkraft setzen. Im 23. Jahrhundert. Ist das hier womöglich das Mod... Ich dachte, das war daran befestigt. Das gibt's doch nicht. Hat er das wieder weggemacht? Das gibt's doch nicht. Probieren wir das mal mit dem anderen aus. Hier dran? Das war doch eben dran. Noch mal ganz langsam zu mitschreiben. Gib mir einen Statusbericht. Hier hin. Dran befestigen. Das war doch eben schon befestigt. Die Sanduhr hier drüber zeigt an, es dauert eine Weile. Nein, Fahrzeug nutzen zum Abtrennen. Objekt entfernt. Nochmal dran. Jetzt ist es. So, und jetzt ziehen wir es ein bisschen. Ah, jetzt klappt es ja doch. Na, wer sagt's denn? Sind unterwegs. Rüber, 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 rüber. Zur Bohrinsel, bitte. Na, jetzt klappt's ja. Keine Ahnung, was ich eben gemacht hatte. Bei Ansicht des Videos später werde ich das ja dann feststellen. Aber jetzt weiß ich es noch nicht. Ihr aber vermutlich. Verstanden. Fracht geliefert, das war das erste. Jetzt hier hin. Jetzt holen wir hier das zweite. Negativ formuliert, ein langweiliges Minigame. Positiv formuliert, eine meditative Aufgabe, um einen Moment der Entspannung im hektischen Alltag zu erreichen. Das ein halbes Glas? Ist es halb voll oder halb leer? Was meint ihr? Ich bin mir selber unschlüssig.
Nein, ich bin mir ehrlich gesagt nicht unschlüssig, sondern ich finde, wie gesagt, diese Art von Minigames, ich weiß nicht so richtig. Immerhin sind es ja Gott sei Dank nur zwei Schiffe, die man hier transportieren muss und nicht noch mehr. Bestätigt. Ist es jetzt dran? Ja, jetzt hängt es dran. Jetzt schicken wir das hier rüber zu diesem interessanten Ort, wie uns auf der Minimap angezeigt wird. Und dazwischen, was ist denn jetzt los? Wasser schon? Im Gange. Ja. Zur Bohrinsel. Verstanden. Wir folgen unauffällig. Hierhin bitte. So ist gut. Um das Flugzeug herumgekurvt, Sanduhr läuft ab. Großartige Arbeit, mein Freund. Ich bin stolz auf Sie. Es war leicht, stolz zu machen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit reisen muss, aber ich möchte Ihnen diese Chance geben. Nein. Nochmal 5 Minuten Zeit, um einen weiteren Schritt voranzukommen und einen Produktionsüberschuss von Aluminium zu halten. Und den müssen wir dann 5 Minuten lang halten. Also jetzt wollen wir erstmal einen Produktionsüberschuss hier hinkriegen. Derweil fahre ich mal. Gehe ich mal auf unsere Hauptinsel. Und wollen wir mal reinschauen. Im Augenblick ist der Alu-Überschuss bei +3. Ich habe doch einen Produktionsüberschuss. Einen Überschuss von 10 muss ich halten. Ich habe im Augenblick nur einen von 3. Ist ja ganz simpel. Ich muss ja einfach nur die Fabriken hier abschalten. Es ist so still hier, so friedlich. Welche sind das nochmal? Ich klick mich hier wüst rum. Wo sind unsere Fabriken? Hallo. Da haben wir eine, die produziert aus Molybdän. Ich brauche eine Bauschaumfabrik oder Metallschaumfabrik. Die Mine. Na, endlich. Eine Druckkammer. Die stelle ich ab. Jetzt für bei +6. Dann hatte ich aber, glaube ich, nur eine, ne? Schaut mal, wie die aussehen. Finden wir die wieder? Davon gibt es nur eine. So, durch den Trick, die alle abzuschalten, komme ich also alleine nicht hin. Das heißt, ich werde in die Aluminie gehen müssen. Werde hier noch ein weiteres Modul ransetzen müssen. Kostet mich 5 Petrochemikalien. Dann steigere ich die Produktivität hier. Gute Systeme sind die halbe Miete. Jetzt haben wir hier einen Produktionsüberschuss und den müssen wir 5 Minuten lang halten. Dazu möchte ich jetzt mal sagen, gähn. Bei den 5 Minuten seid ihr jetzt mal ausnahmsweise nicht dabei. Die absolviere ich alleine ab. Bis bald. Macht's gut.